Ja, die positive Überraschung dieser Spielzeit ist ganz sicher der FC St. Pauli. Jetzt in der Abstiegsbedroht, gerade eben noch die Klasse gehalten in diesem Jahr. Tabellenplatz 3 nach 9 Spieltagen. Am letzten Wochenende erst die Tabellenführung verpasst. Und doch spalten sich die Gemüter. Was soll mit St. Pauli passieren? Die einen sagen, Pauli in der Bundesliga, da gehen doch nur wieder die Probleme los. Immerhin 4 Abstiege bei 8 Bundesliga-Jahren. Davon 3-mal Tabellenletzter. Die anderen sagen, St. Pauli in der Bundesliga im neuen Müller-Tor-Stadion. Das hätte was. Zunächst mal allerdings muss natürlich die Leistung gebracht werden. Heute gegen Sandhausen, gegen die es erst einen Misserfolg gab beim 1:4 2013. Damaliger Trainer Hans-Jürgen Boysen für Sandhausen. Ecke Sommertal nach 5 Minuten. Knaller unsicher. Parkerada muss klären. Beide Mannschaften unverändert. St. Pauli setzt nach mit Hornschuh und Sobotter. Weiter für Marc Jatkowski. Das ist wieder Hornschuh. T. Abgeblockt und Hornschuh. Fällt der Ball vor die Füße. Kann nicht mehr draus machen. Erste Chance für St. Pauli. 5 Minuten gespielt. Guter Anfang. Der Kiezkicker zu Hause ja seit Monaten ungeschlagen. Zuletzt erst mit einem Sieg am Montagabend gegen den MSV. 8 Minuten gespielt. Sandhausen mit Zillner und Klingmann. Das ist Kulowitz. Weiter für Jovanovic. Erster Abschluss der Sandhäuser. Jovanovic kürzt sich erst mit dem Siegtreffer gegen seinen alten Verein aus Düsseldorf. Mit dem ersten Abschluss für Sandhausen. Unauffällige Offensive allerdings bis dahin bei den Gästen. St. Pauli mit Buchtmann. Weiterhin auf der Doppel-6 neben Jatkowski. Das ist Buchtmann. Knaller unsicher. Hübner. Ball verstolpert und Meier. Diesmal Knaller sicher, nachdem er den Ball nicht wegbekommt und ein Hübner unfreiwillig auflegt für Sebastian Meier. Jovanovic, Viertelstunde gespielt im Millantor-Stadion, ausverkauft, einmal mehr, wunderbares Wetter auf dem Kiez. Linzmeier ist das, weiter für Kulowitz, Wuten über die rechte Seite und Kosetzki, abseits, Fahne oben gegen den neuen Mann auf der rechten Seite der Sandhäuser. Beim Zuspiel von Jovanovic etwas zu dicht am Pauli-Tor, deswegen richtig entschieden diese Abseitsentscheidung gegen Sandhausen. Klingmann, nächster Angriff der jetzt besseren Sandhäuser. Das ist Wuten über die rechte Seite mit Kosetzki. Nochmal abgedreht, abgelegt für Rechtsverteidiger Klingmann, neuer Mann aus Karlsruhe. Wuten, weiter für Linzmeier. Jovanovic nochmal am Ball gegen Paulis Rechtsverteidiger Marc Hornschuh. Eingabe für Zillner abgelegt und die Chance, Dennis Linzmeier muss diesen Ball verwandeln, weiß er ganz genau, seit 2013 für den SV Sandhausen aktiv, wechselte damals zum SV Sandhausen, ganz frei vom St. Pauli-Tor gegen Himmelmann, dieser Ball muss drin sein, die erste Riesenchance, Glück für St. Pauli in dieser Situation. Sobotar über die linke Seite, 20 Minuten gespielt, wieder Waldemar Sobotar gegen Kosetzki, mit der Flanke Schatkowski! Auf der einen Seite vergibt Linzmeier die große Chance, auf der anderen Seite macht Jatkowski das Tor für St. Pauli. Verschoben auf die Doppel-6 und trotzdem so gefährlich. Drittes Saisontor durch Marc Jatkowski. Traf ja auch im Pokal gegen Gladbach, jetzt mit dem Kopfball. Kosetzki weiß ganz genau, muss stärker stören bei der guten Flanke von Sobotar, der sich durchsetzen kann auf der linken Seite. Ganz frei zur Flanke kommt und dann Jatkowski das Kopfballduell gewonnen. Keine Chance für Knaller im Sandhäuser Tor. Eben gewackelt, jetzt auf der anderen Seite das Tor gemacht. Die wichtige Führung für den FC St. Pauli, der auch heute gut aufspielt, in einer schwierigen Phase gleich mal das wichtige Tor macht gegen Sandhausen. 5 Minuten später, nächster Angriff über Duziak. Das gleiche Spiel über die rechte Seite vorbei an Linzmeier. Jatkowski abgelegt. Kulowitz für Zillner. Jetzt mal Platz für die Gäste. Jovanovic. 3 Sandhäuser gegen 5 Kiezkicker. Zillner. Kulowitz, weiter rechts raus für Kosetzki, eben hinten gefordert, jetzt vorne mit der Flanke für Jovanovic, keine Torgefahr, Flanke nicht gut, zu ungenau, deswegen auch der Kopfball ungefährlich von Jovanovic. Gute halbe Stunde gespielt, St. Pauli mit Buchtmann gegen Kulowitz, nachgesetzt von Sobotar, das ist Meier gegen Kister und Duziak, klasse zu Ende gespielt, Jeremy Duziak, in Hamburg geboren, Jugend in Duisburg gespielt, dann bei Schalke und Dortmund. Jetzt zurück nach Hamburg gewechselt zum FC St. Pauli, von Meier-Klasse vorbereitet. Die nächste Reingabe, die ankommt, diesmal bei Duziak. Erstes Saisontor für ihn in der zweiten Bundesliga. Ganz wichtig, nachgelegt, 10 Minuten nach dem Führungstor, scheint diese Partie vorentschieden. St. Pauli macht die Tore zum wichtigen Zeitpunkt und trifft vor allem wieder das Tor des Gegners. Kurz vor der Halbzeit wieder Duziak. Gerade über die Flügel viel zu sehen bei St. Pauli. Das ist Jatkowski erneut offensiv dabei. Wieder am Ball.
mit der Eingabe für Duziak. Klasse weitergespielt, rausgeköpft vor Lennart T. Sandhausen mit dem, was sie am besten machen im ersten Durchgang, schnelle Gegenangriffe nach Ballbesitz der Gastgeber Kudovic. Jovanovic weiter für Zillner, guter Pass links raus für Andrew Wooten gegen Duziak. Klasse durchgesetzt, Wooten, Hereingabe für Zillner, kein Problem für Robin Himmelmann, Nummer 1 beim FC St. Pauli, ganz sicher in dieser Situation. T, nochmal über die rechte Seite, wieder mit Jeremy Duziak und Hornschuh. Ballverlust, Kulowitz, aber zurückgeholt von Lennart T, klasse gemacht, Schatkowski. Weiter für Buchtmann und der schickt Sobota gegen Kosetzki. Freistoß entschieden für Sandhausen. Dazu gelb für Waldemar Sobota. Situation scheint zunächst harmlos verlaufen zu sein. Auch Sobota weiß nicht ganz genau, wofür er jetzt gelb sieht. Die Situation ist aber richtig gesehen. Das sehen wir in der ersten Zeitlupe nicht ganz. Beide gehen zum Ball. Dann fällt Kosetzki und Sobota grätscht hinein. Die zweite Ansicht zeigt aber gleich ganz genau, dass Sobotas Unmut unberechtigt ist. Denn jetzt kommt die ganz klare Grätsche gegen den neuen Mann der Sandhäuser. Danach erst geht Hübner. Deswegen gelb richtig für Waldemar Sobota. Nachspielzeit, Eckball für St. Pauli ausgeführt von Sobota. Für Duziak. Nächster Kopfball. Das war Durchgang 1. Pauli führt 2:0 zur Halbzeit. Durch die Tore von Schatkowski und Duziak. Ein guter Auftritt mit einigen Unsicherheiten. Trotzdem über weite Strecken Pauli überlegen. Mit den richtigen Toren zum richtigen Zeitpunkt. Sandhausen braucht auch heute ein Wunder. Erst ein Punkt wurde geholt im Millerntor-Stadion. Heute scheint es nicht mehr zu werden. Zweiter Durchgang. St. Pauli gleich mal mit T und dem klugen Pass zurück für Sobich. Neuaufbau über Hornschuh. Das ist Schatkowski. Einmal mehr über die rechte Seite gegen einen überforderten Baccarada. Und Duziak, Knaller! Ganz wichtig von Knaller, verhindert Schlimmeres gegen Duziak. Nächster Abschluss des heute auffälligen Neuzugangs aus Dortmund. Spät verpflichtet, eindeutig eine richtige Entscheidung in der ohnehin guten Transferpolitik St. Paulis. Sie scheinen die richtigen Spieler geholt zu haben, um sich punktuell verstärken nach dem letzten Jahr. Nächster Angriff über Buballa, Schatkowski, St. Pauli meist mit Ruhe, dann schnell nach vorne gespielt. Duziak weiter für Ferruk, abgefälscht von Hübner, der sich zunächst mal verhalten zeigt nach dieser Grätsche. Warum? Weil er den Ball ganz klar mit der linken Hand spielt. Vergrößerung der Körperfläche, die Hand hat er nicht zu suchen. Hätte Elfmeter geben müssen für St. Pauli. Stunde gespielt, nächster Angriff über links, über Christopher Buchtmann. Sandhausen in dieser Phase überfordert mit gut spielenden Gastgebern. Ferruk für Duziak. Nochmal Ferruk, eingewechselt für Lennart T. Christopher Buchtmann abgefälscht, diesmal von Dennis Linsmeier, allerdings mit der Fußspitze, diesmal kein Handspiel, alles richtig in dieser Situation. Linsmeier hält den Fuß hinein, deswegen auch dieser Ball abgefälscht, gibt Ecke für St. Pauli. Vorher allerdings geht Duziak, starkes Spiel heute für St. Pauli. Choi kommt in die Partie, noch so ein Junger für die junge Mannschaft des FC St. Pauli. Gleich darauf also die Ecke für die Gastgeber Schatkowski für Daus Choi. Wenige Sekunden auf dem Platz. Gleich mal gesucht und zu Fall gebracht. Es gibt Elfmeter. Keine Minute auf dem Platz und schon holt Choi diesen Elfer raus gegen Wooten. Für mich ist das eine Fehlentscheidung. Es gibt den Kontakt, es gibt den Zweikampf, aber kein Elfmeter, weil Wooten nicht aktiv zum Gegenspieler geht. Choi fällt mehr bei seinen eigenen Füßen beim Abschlussversuch. In jedem Fall die Chance, der Elfer ausgeführt von Sobota. Kürzlich ja erst Sobich gegen Maidrich getroffen. Auf Pauli schießen ständig andere. Jetzt also Sobota gegen Marco Knaller. Ganz sicher verwandelt. Nächstes Tor 3:0. Wie schon Sobich, der gegen Duisburg traf. Jetzt Sobota gegen Sandhausen. Schwache Offensive der Gäste, nichts mehr zu sehen. Und St. Pauli nutzt diese Chance durch den Elfmeter, der für mich keiner war. Trotzdem zur Vorentscheidung. Klasse verwandelt von Sobota. Einfach zentral, wie so viele in letzter Zeit. Klatter ahnt die Idee, reißt die Hände hoch, kriegt den Ball allerdings nicht weg. Deswegen das dritte Tor für St. Pauli. Sobota ebenfalls mit dem ersten Saisontor. Ein Leistungsträger, der jetzt endlich mal trifft für St. Pauli. 12 Minuten noch, die Partie flacht ab. Sandhausen zeigt wenig Reaktion. Jetzt mal mit Kosetzki, der sich durchsetzen kann gegen Buchtmann. Das ist Kratz, eingewechselt für den SV Sandhausen. Kosetzki mit der Reingabe für Jovanovic. Bester Abschluss seit langem für die Gäste. Unauffällig im zweiten Durchgang. Nichts zu sehen
von Jovanovic. Das ist die beste Aktion seit langem mal wieder für die Kurpfälzer. Sobota, Hornschuh, 7 Minuten noch zu spielen. St. Pauli mit Buchtmann über die rechte Seite gegen Kister. Sobota, klasse durchgesetzt gegen Tiede. Und Ferruk, gesucht mit der Flanke. Knaller ist mal da mit einer unglücklichen Partie im Millerntor-Stadion. Selten gefordert und wenn überhaupt bei den Gegentoren. Jetzt mal sicher bei der Reingabe von Sobota. 90. läuft, Packerade abgegrätscht von Hornschuh. Konterchance mal für St. Pauli. Das ist Choi auf der rechten Seite und der kann einfach mal starten. Schneller als alle Gegenspieler. Läuft einfach mal allen davon. Links ist Raum mit 2 Mitspielern. Das ist Sobota, weiter für Ferruk. Missverständnis, in den Rücken gespielt. Kosetzki hat aufgepasst. Kister können klären oder auch nicht. Meier hat aufgepasst. Ferruk gegen Knaller. Klingmann. Und wieder nachgesetzt. St. Pauli macht Druck mit Choi. Rechts raus für Sebastian Meier. Packerada. Dritter Abschluss, abgeblockt, einmal Knaller, jetzt Packerada, St. Pauli mit Druck auf der Sandhäuser Tor, kaum mal Befreiung, Nachspielzeit, Sandhausen nochmal mit Linzmeier und Jovanovic über die rechte Seite gegen Bubala. Hereingabe für Hübner, letzte Chance dieser Partie, es bleibt beim 0:3, ein klarer Sieg für St. Pauli, das damit weiterhin oben dabei bleibt. Wenn überhaupt St. Pauli aufsteigen will, dann müssen die Ergebnisse stimmen. Das ist heute der Fall mit einem klaren Sieg gegen Sandhausen. Die ersten Saisontore von Duziak und Sobota, eine Mannschaft, die sich gefunden hat, punktuell verstärkt wurde und heute verdient gewonnen hat bei diesem Heimspiel im Millerntor-Stadion gegen Sandhausen.